Wir kommen bei Part 26, ne Quatsch, Part 13 oder 14, glaube ich. Und zwar werden wir in diesem Part sehr viel Geld holen, indem wir, ja, ihr merkt es schon, wieder gegen CPU-Gegner kämpfen. By you forever. Ich glaube, das heißt immer bei dir. Gut, ja, wir suchen, wir tun uns wieder eine halbe Stunde lang Geld scheffeln und dann machen wir die restliche halbe Stunde gegen Lenny, versuchen wir es wieder, um zu schauen, ob wir auch gewinnen. So, Endphase, jetzt ist er wieder dran. Er hat 6 Karten, jetzt holt er sein X-Sable, Fähigkeit von seinem Monster, wenn Kampfschaden zufügt, müssen wir eine Karte von unserer Hand abschmeißen. Ja, kannst du ruhig zerstören, ist mir eigentlich unwichtig, dieser Mecha-Bunny. Aha, er hat Synchro-Monster, sehe ich gerade. 12 Stück, deswegen hat er hier auch einen Empfänger draußen. Ja. Was macht er jetzt? 2 verdeckte Karten, jetzt sind die wieder dran. Und wir, ja, setzen wir Pokal des Asses einfach mal ein. Und stellen unser Glück wieder auf die Probe. Wir hatten Pech. Macht nichts, dann spielen wir mal den hier. Und er greift an mit seiner Speerattacke. Und er verliert 500 Lebenspunkte. So, lass uns gut sein, Endphase. Aha, er setzt ein verdecktes Monster und verräterische Schwerter. Oh man. Deckt alle unsere Monster auf, außerdem können wir 3 Züge lang nicht angreifen. Eine tückische Zauberkarte. Naja. Ja gut, wir können eine Synchro vielleicht machen. 3, 5, 9 oder 7. Also wir können 7 Sterne holen und einen 5 Sterne. Da wir nicht angreifen können, wäre ich für ein 5-Sterne-Monster. Weil mit dem können wir unsere Lebenspunkte heilen. So, und jetzt holen wir uns den magischen Androiden her. Angreifen können wir leider nicht. Ist aber allerdings nicht so schlimm. Wir können mit der Monsterkarte unsere Lebenspunkte aufstocken. So, jetzt ist er wieder dran. Er spielt sein Airbellum, also seinen zweiten, und synchronisiert das Ganze zu einem zu auch einem magischen Androiden. Aha. Haben wir irgendwas zum Abwehren? Naja, der Effekt von unserem Monster senkt unsere Angriffspunkte, jetzt angegriffen wird, also wird es zerstört. Das heißt, wenn wir. Ja, ich will die Falle auch nicht einsetzen. Weil so sehr ist mir das Monster auch nicht wichtig. Gut, lass uns gut sein. Jetzt sind wir wieder dran. Der Effekt gilt auch für ihn. Er erhält seine Lebenspunkte. Er hat weniger Lebenspunkte als wir. Das heißt, seine Grund-ATK müsste dann zu 1000 werden, wenn wir die ausrüsten mit diesem Monster. Und hier meine andere Musik, die hat man glaube ich noch nicht. Sau Tekken 6. Auch wenn es nicht danach klingt. Gut, mal schauen was er jetzt macht. Aha. Zukunftsfusion. Ja, das stört mich nicht. So heftig ist der Ojama King nicht.
Jetzt holt er sich die Ojamas wieder auf die Hand zurück, die er gerade abgeschmissen hat durch seine Zukunftsfusion. Und jetzt macht er, glaube ich, nichts mehr. Jawohl, dachte ich mir. Er kriegt wieder Lebenspunkte durch seine Monsterkarte. Aha. Ja, die können uns helfen und die wird uns auch helfen. Endphase. Und tschüss. 600 Lebenspunkte für uns. Im nächsten Zug flippen wir unser Monster. Und dann heißt es tschüss, Ojama King. Oder vielleicht auch jetzt sogar. Ja, jetzt. So, und so Masse wird zwar zerstört, aber wir können eine zaubere Feinkarte von ihnen zerstören. Und wir wählen natürlich die hier. So, jetzt kann er seinen Ojama-König nicht mehr mit dieser Karte rufen. Jetzt müsste er eine Fusionskarte auf der Hand haben. So, und wir können jetzt zudem auch wieder angreifen. Jetzt kommt mal unsere Zauberkarte. Oder nee, noch nicht. Mach mal Micha-Häschen erst einmal. Ich habe da einen fiesen Plan vor meinen Augen. Erdienen sie von dem Monster und geben sie Micha-Häschen. Ich befürchte, er hat Spiegelkraft, deswegen switch ich in die Verteidigung und mach seinen magischen Androiden platt. Okay, er hat keine Spiegelkraft, vielleicht will er mich auch nur täuschen. Egal, wir sind fertig. Und wir kriegen wieder Lebenspunkte. Ja, jetzt sucht er sich einen Ojama-König. Langweilt mich eigentlich, weil ich finde den nicht stark. Oh, 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 ich habe solche Angst. Uiuiui. Ui, ui. Vielleicht geht die Welt unter. Ja, wir haben 2012. Hahaha. Ja, er beendet seinen Zug, ohne was anderes zu machen. Ja, okay. Langs dem Monster können wir kein anderes Monster mehr spielen, das heißt nichts Synchro. Aber wir können seine anderen Monster immer noch angreifen. Darunter auch seinen gelben Ojama. Oh Mann, ich hasse diese Ojamas, die sind voll nervig. Gibt's so ein Yu-Gi-Oh! GX so eine Folge, damit diesen, da würde dieser Chess, glaube ich, von seinen Ojamas dauernd genervt. Jetzt kann ich's verstehen, warum. Was macht er jetzt? Nichts. Krebons können wir leider nicht verwenden. Naja, zu schämen ist ein anderes verdecktes Monster. Der hat ja nicht unendlich Monster. Ich wette, es ist wieder ein Ojama. Ja, ist es. Er hat ja nichts anderes. Und wir beenden unseren Zug. Und refreshen unsere Lebenspunkte. Endphase. Okay, er macht wieder nichts. Ich weiß nicht warum er nichts macht. Das weiß niemand. So, wir können leider auch nichts machen, weil wir kein Monster spielen können. Wir können höchstens warten, bis wir eine Fallen- oder Zauberkarte bekommen, die seinen Ojama-König zerstören könnte. Da fällt mir auch eine ein, und zwar ein Beispiel hätten wir die Verstärkungen. Man könnte die Stärke unseres magischen Androidens erhöhen. Dann hätten wir noch eine Möglichkeit. Wir können es einfach mit der Zauberkarte zerstören. Oder mit einem. Oder unser Glück auf die Probe stellen mit einer anderen Karte, wie zum Beispiel Zwillingslaufdrache, aber den können wir leider nicht beschwören. Finster Valkyrie hätten wir verwenden können, um sein Monster fertig zu machen, wie im letzten Part. Aber
Sein Effekt blockiert unsere Felder. Nein, wir haben 7 Karten auf der Hand, das heißt, wir müssten eine abschmeißen, deswegen setze ich eine verdeckt. Aber wir müssen uns positiv denken, wir kriegen immer Lebenspunkte. Und falls es länger dauert, wir haben 20 Karten und er hat 20 Karten und wir haben 24 Karten. Das heißt, er geht zuerst direkt tot. So, jetzt sind wir wieder dran. Dracheneis können wir leider auch nicht verwenden, doch können wir sogar. Wir müssen aber dafür unser Mechahäschen als gut anbieten. Und beenden unsere Runde und erhöhen unsere Lebenspunkte. Gut. Was macht der jetzt? Ich wette, der macht wieder nichts. Er muss eine Karte abschmeißen. Na doch nicht. Er hat ja nur 6 Karten gehabt. Okay, jetzt ist ein Monster verdeckt und eine zauberte Feinkeil. Naja, wenn er Monster von uns zerstört, können wir seinen Ujama-König fertig machen, ne? Das heißt, wenn er Spiegelkraft verwenden würde, um unseren magischen Androiden zu zerstören, könnten wir die Finstere Valkyrie spielen. Ja, genau. Warum spielt er sein Monster überhaupt, wenn er weiß, dass es zerstört wird? Ist doch irgendwie sinnlos. Ah, jetzt kommt meine Lieblingsmusik aus der Playlist. Tekken 6 Mystical Forest. Ach, wir müssen eine Karte abschmeißen. Ja, okay, dann nehmen wir einfach mal die hier. Den guten alten Verwandlungskrug 2. Er macht wieder nichts, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich spule mal vor, da muss ich gar nicht. Shield Crush. Das hätten wir. Jetzt können wir seinen Ojama-König von Feld entfernen. Weg mit dir! So. Er hat 4 Fallenkarten. Oder Zauber oder Fallenkarten, was weiß ich. Ich wette, das sind alles Fallen. Darunter ist bestimmt eine Spielkraft. Naja, aber wir müssen es ja irgendwie loswerden. Deswegen setze ich erstmal Zwillingslauf da. Wenn er reißende Tribut aktiviert, dann war es das wert. Dann kann ich sie nämlich nicht mehr spielen. Weil die darf man nur einmal im Deck haben. In Klammer zum Glück. So, jetzt bin ich gespannt, was er für Fallen hat. Ich greife einfach mal den stärksten an und schau, was kommt. Es kommt gar nichts, okay, wundert mich jetzt ein bisschen. Kann auch sein, dass er sich einfach nur verdeckt gelegt hat, damit er nichts abschmeißen muss. Was weiß ich. So. 1700 weniger. Sondern nur noch 3400. Und wir bekommen wieder Lebenspunkte. Ach, ich würde so gerne meinen Real-Life-Deck hier einbauen. Damit werde ich jedes Duell gewinnen. Also, ihr hört ja schon, wie stark mein Deck ist. Ich habe das selber schon mal reingespielt in dieses Spiel per Cheats, habe ich mal rein. Und da habe ich fast jedes Spiel gewonnen, außer bei dem am Ende, da wo man gegen die 4 Gegner hintereinander kämpfen muss. Da habe ich einmal verloren, aber ansonsten habe ich da immer gewonnen. Das ist echt krass, wie stark mein Deck ist. Naja, okay, wir müssen eine Synchro machen. Wenn er eine Fallenkarte aktiviert, ist es mir egal. Ich gehe jetzt auf Risiko. So, jetzt zerstöre ich mit dem hier sein Monster. War klar, dass es wieder eine Ojama-Niete ist. Und jetzt direkt der Angriff. Das heißt, er müsste nur noch 800 Lebenspunkte haben. Ja, setz mal Verstärkung einfach mal, was soll's. Und Endphase. Wir kriegen wieder Lebenspunkte. Haben damit 14.100. Ich glaube, das werden wir nicht verlieren. Ach, es langweilte mich wieder mit seinem Ojama-König, oh Mann. Ui, wie stark, ich habe solche Angst. Da wir schon 3 Fälle voll haben. Kann nur 2 von uns blockieren. Der wird nicht lange halten. So. Urmaterial, da haben wir gezogen.
Gut, dann machen wir es einfach mal. Wir greifen ihn einfach mal mit Gaia an. Und mit unserer Falle Verstärkung erhöht es unsere Angriffspunkte um 500. Das heißt, Gaia hat damit 3100. Und macht seinen Ojama-König fertig. Das greift der magische Androiden direkt an und wir gewinnen. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld wir kriegen. Wir brauchen ja das Geld. Ich spule mal schnell vor. Wir haben damit jetzt 875, ist nicht gerade viel. Gehen wir damit mal einkaufen. Ja, nehmen wir mal. Nehmen wir wieder das Deck. Hier haben wir schon 44%. Vielleicht können wir da eine Kombination machen mit den Booster. Die haben ja irgendeine Anordnung von dem Booster zu irgendeinem Deck. Wir haben wieder die Karte, die ist super. Aha. Ui, die wird uns helfen, die tun wir auf jeden Fall rein. Die ist auch nicht schlecht, aber die will ich trotzdem nicht rein tun. Schon wieder so eine. Ja gut, wir haben recht gute Karten gezogen, hätte ich nicht erwartet. Dann bearbeiten wir unser Deck wieder. Und zwar speichere ich das. Wir haben es ja schon. Ja, wir haben es ja schon gespeichert. Tue ich es mal leeren und jetzt bauen wir uns mal ein richtiges Deck auf. Und zwar brauchen wir erst Fallenkarten. Die zum Beispiel ist eine Option. Verteidigungsziehen ist auch nicht schlecht. Ein Staubtornado tun wir auch rein. Die auch. Ja, die ist auch nicht schlecht. Die haben wir sogar dreimal. Episch. Gebrecher war gut. Die tun wir auch noch rein. Die können wir nicht rein tun, weil die verboten ist. Das seht ihr hier an diesem Zeichen. Haben wir noch dauerhafte Fallen. Die können wir rein tun. Konterfallen haben wir. Die ist nicht schlecht. Und die wäre auch nicht so falsch, wenn wir die rein tun würden. Gut, die Fallen hätten wir. Jetzt kommen die Zauberkarten. Yokio kommt auf jeden Fall rein. Die ist auch nicht schlecht. Und die tun wir auch noch rein. Warum werdet ihr das später so schon sehen? Chiquash, ja, warum nicht? Wir haben eh noch so wenig Auswahl, können wir ruhig ein bisschen was reintun. Die tun wir rein. Wiensbrot wäre auch nicht schlecht. Feldzauber. Ritual haben wir nur die hier, aber Ausrüstung, Hochschnellkanone können wir zweimal reintun. Wir machen sie erst grob, wir tun die erst ganz grob rein, die Karten, und dann später tun wir sie dann richtig ausmisten. So, jetzt brauchen wir Monsterkarten. Die ist fies, die tun wir gleich zweimal rein. Die ist echt fies. Gut, die tun wir nicht rein. Oder vielleicht doch. Wir machen es ja erst grob, also später tun wir das Ganze erst verfeinern. Die, mit der war ich ganz gut zufrieden. Inguka ist so süß. Spirit, da bin ich kein Fan von. Tun wir rein. Die auf jeden Fall. Ja, Krebons, warum nicht? Michaelsen müssen wir nicht rein tun. Tun wir die noch rein. ja, also ich mache jetzt ein Anti-Lenny-Deck. Aha, wir haben den hier, sehr schön. Naja, mit der war ich auch immer zufrieden. Moment, jetzt muss ich mal ordnen nach Licht. Wie viele Lichtmonster haben wir? Gar keinen von mir drin, okay. Also sonst hätte ich ja, den Rechnerturm auch noch rein, den Schöpfer auf jeden Fall noch. Klanghühnchen wäre auch nicht falsch. Und Maske Finsternis. So, dann schauen wir uns das Deck mal an. Das Verhältnis, naja, wir haben mehr Zauber als Feinkarten, also wir haben mehr Monster und Feinkarten als Zauber. Ist ein bisschen schlecht, weil, ja, die müssen wir raustun. So gut ist der eigentlich auch nicht. Aber ich wollte die reintun, um seine Monster aus dem Spiel zu entfernen, die auf dem Friedhof sind, die er für dann die Planierraupe braucht.
Verteidigungsteam wird man brauchen. Shield Crush, naja, so oft wird er keine Verteidigungsmonster draußen haben. Gut, tun noch zwei Monster rein und dann müsste es schon passen. Oder sag mal 3. Also 40, 41, ja so rum. Gut, noch eine Zauberkarte raus. Ja, die. So, jetzt passt es eigentlich. Ich speichere jetzt mal. Wie nenne ich es? Natürlich nenne ich es Anti-Lenny-Deck. Anti. Strich. Lenny. Strich. Deck. Okay, passt genau. Okay. Anti-Lenny-Deck. Hier ist YouTube, unser altes Deck, und hier haben wir das Anti-Lenny-Deck. Mit dem haben wir 4 von 6 Duellen gewonnen. Eigentlich mehr, weil... Aber die, wo wir gegen Lenny verloren haben, die zählen nicht, weil da das Safe gelöscht wurde. So, testen wir es gleich mal. Ja, ich habe euch gesagt, wir machen heute einen Stunden-Part. Und zwar wollte ich eigentlich, ja, eine Stunde lang Geld für ein Deck sammeln, aber wir haben ja schon ein Deck. Hoffentlich klappt es jetzt dieses Mal gegen Lenny. Ich versuche es einfach nochmal. Bla bla bla, kennen wir ja. Und hier ist er, Lenny. Gut. Lenny Slot of Bugs gegen unser Anti-Lenny-Deck. Mal schauen, ob wir diesmal gewinnen. Drück mir die Daumen. Diesmal fangen wir als Erste an. So, mal schauen. Jetzt wird's interessant. Aha, wir haben bis jetzt gute Karten. Setzen wir erstmal den verdeckt. Und Friedensbote. Da fällt mir auch schon eine Taktik irgendwie ein. Und falls was Hinterlistiges vorhat, noch die hier. So. Von mir aus kann er schwer Sturm einsetzen, ist mir egal. So macht es also, aha. Aha. Naja, okay. Kann man machen. Ne, lass mal gut sein. Verlieren wir halt 1000 Lebenspunkte, ist ja nicht so schlimm. Jetzt hat er 500 auf dem Feld, okay. Ja, natürlich zahlen wir die 100. Okay, jetzt spielen wir Klanghühnchen verdeckt. Nee, Quatsch, im Angriff. So. Und so, wenn er schwerer Sturm einsetzt, ist es mir egal, dann fangen wir halt neu an. Ganze und ja. Scheiße, ich hab vergessen. Oh man, ich bin so blöd. Ich hätte noch eine Karte auf meine Hand lassen sollen, damit wir die hier noch aktivieren können. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Mal wieder. Warum mache ich die Fehler immer bei dem Gegner? Naja. So erstmal. Beide Effekte natürlich. So, jetzt hat unser Klanghühnchen Ankerkette in der Hand. Kann man sich kaum vorstellen. Die könnte uns auch helfen. 900 und... Ach scheiße, reicht nicht. Reicht nicht! 900 gegen 800, fuck. Naja, setzen wir es in die Verteidigung und warten. Einfach mal. Er kann ja unser Klanghühnchen mit seinem Monster nicht zerstören. Was ist das für ein Effekt? Achso, er kriegt ein neues Monster, Stufe 7 diesmal. Aha.
Aha, so macht das ja. Zweimal steht Crush im Deck. Warum können wir die nicht aktivieren? Wir können die doch aktivieren, oder? Hallo, warum können wir die nicht aktivieren? Wenn der Gegner angreift, übernimmt die Kontrolle über eins seiner Monster. Also müsste das gehen. Warum geht das nicht? Activate only when your opponent's declared an attack. While you control a monster, take control of one. Also wenn ich ein Monster kontrolliere, glaube ich, oder? Also brauche ich mindestens ein Monster. Seufz. Na, was kommt jetzt? Weißt was? Weg mit dir. Weg mit dir, so. Okay. Also ich werde jetzt diesen Part machen, egal was los ist. Und selbst wenn es mich umbringt, ich mache den in diesem Part. Gut, wenn unser Monster angreift, können wir uns abwehren, weil wir haben immer noch die Maske der Schwäche. Er denkt wohl, sein Monster wäre das Stärkste, ist es aber nicht. 700? Ja, egal, nimm einfach das da. Holen uns sein eigenes Monster, das er jetzt angreifen muss. Und den Kampfschaden, den kriegen wir zwar, aber sein eigenes Monster ist jetzt zerstört. Und wir können unser Monster dann flippen und dann geht seins auf die Hand zurück. Ich zeig's euch jetzt, und zwar zack, 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 zack auf die Hand. So, zack, 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 Angriff. Und dann, ja, ich hätte mir denken können, dass er irgendwas hat. Er hat so ein fieses Deck, ist unglaublich, Endphase. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich, ne? Na, wir können uns noch retten. Können uns noch retten, und zwar mit dieser Falle hier. Damit verlieren wir nämlich nur an 500 Lebenspunkte. Jetzt haben wir nur noch 400, aber wir verlieren das Duell nicht. Seufz. Ich probiere es jetzt so lange, bis wir es schaffen. Irgendwann werden wir es schaffen. Und wenn es der schlechteste Part ever ist, ist mir egal. Wir machen diesen scheiß Duelland jetzt in diesem Part. Ist mir egal, wie lange das dauert. Und wie viele Thumbdowns ich kriege. Ist mir egal. Wir machen diesen scheiß Nanny jetzt. Second to go, mir egal jetzt, aber los. So, ich spiele jetzt ein schwaches Monster. Er hat bestimmt Shield Crush auf der Hand. Er setzt nur eine verdeckte Karte. What the fuck? Okay, dann setze ich ein verdecktes Monster. Jetzt spiele ich ihn komplett anders, so dass es sein Deck austrickst. So, was macht der jetzt? Dachte ich mir, Shield Crush. Gut, dass ich nicht den Golem Wachposten gespielt habe. Damit hat er nur noch maximal 2 im Deck, falls er 3 im Deck haben sollte. So. So, jetzt kommen wieder die hier. Wenn er wieder Shield Crush verwendet, hat er nur noch eine. Maximal. Und dann kommt unser Golem Wachposten. Da kommt schon Shield Crush. Seufz. Also ihr merkt, ich bin schon richtig angespannt langsam. Weil es mir langsam auf den Sack geht, dass wir ständig gegen diesen, ich sag jetzt mal, Arschloch verlieren. So, Morphing Jaw. Sehr schön. Haha, Golem. Holen wir uns gleich einen zweiten aufs Feld. So, jetzt haben wir schon eine gute Verteidigung. Aha. Langweilt mich zwar, aber okay. Er hat ein 3-Sterne-Monster abgeschmissen. Ich habe gerade mit meinem Deo ein bisschen umgespielt. Falls ihr euch wundert, warum es so laut gerade war. Schwaches Monster. Langweilt mich.
Wenn schon, denn schon. Dann verliert er 1800 Lebenspunkte. Kopf. Fuck. Na egal, unser Monster ist gleich stark. Das heißt, wir verlieren. Oder unser Monster wird nicht zerstört. So. Jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. Wir zahlen 800, 500, was auch immer. So, decken unser Monster auf. Und zurück auf die Hand mit deinem Käfer. Den setzen wir dann in die Angriffsposition und dann greifen wir mit beiden an. Spielkraft. Wenn du Spielkraft hast, dann wäre es ein Freakout geworden. Ernsthaft jetzt. So, dann noch einmal. Zack. Und jetzt kommt das Fiese an der Karte zurück in die Verteidigung. Dann komme ich noch mit der hier, falls er irgendeine Schandtat vorhat. So. Er ruft das Monster wieder. Jetzt zerstört er wahrscheinlich das hier. Oder er greift gar nicht an, wegen der Fallenkarte, was wir haben. Ja, er greift nicht an. Na gut, soll mir recht sein, dann flippen wir eben wieder unsere Monster. So ungefähr. Und zurück auf die Hand mit deinem Käfer. Zack, er hat kein zweites Monster mehr, deswegen bringt dieser Effekt uns nicht. Den will ich noch auf die Hand behalten. So, jetzt kommen noch mehr Monster aufs Spielfeld. Reißender Tribut. Und direkter Angriff. Ich scheiße jetzt auf die feinen Karten, was er hat. Ist mir völlig egal. So, hier noch ein Angriff. Und jetzt ein Angriff mit einer Attacke von 1800, weil die Angriffspunkte erhöhen sich nur, wenn er ein Monster angreift. Aber wenn nicht, wenn er den Gegner direkt angreift. So, jetzt hat er nur noch 3000. Zack. Und zurück in die Verteidigung. Endphase. Mir egal, was er jetzt für Karten hat. Wir machen ihn fertig. Na los, greif halt mein Monster an. Ich habe keine Angst davor. Pussy, greif dich mal an. Okay, ziehen. Ja, wir zahlen natürlich wieder 500 Life Points. So, zurück auf die Hand mit deinem Käfer. Ja, egal, ich greife jetzt einfach an. 800, 1600, ja, das müsste reichen, wenn alle drei Monster ihn direkt angreifen. Erfolgreich haben wir gewonnen. Zack. Hier noch, zack. Und zu guter Letzt, zack. Aha, dachte ich mir, dass er noch was in Reserve hat. Haben wir etwas, was ihn abwehren kann? Nein, haben wir nicht. Gut, dann hat er sich halt gerettet für einen Zug, aber weiter wird er nicht kommen. Und wenn doch, dann gibt es einen Freakout, wie ihn noch nie in der Geschichte des Let's Plays gegeben hat. Endphase. Aha. Da ist wieder unser Freund, der Kreuzschwert, Dings da, Kämpfer. Oh Mann, seine Verdeckten regen mich auf. Ja gut, dasselbe Galahad. Zack, wieder auf die Hand mit seinem Käfer. So, und jetzt Angriff. Jetzt hat er wieder was zum Abwehren. Hundertprozentig. Na doch nicht, wir haben gewonnen. Hurra.
Oh, und jetzt muss ich mein DS bereitlegen. Habe ich gar nicht gemacht, weil ich nichts erwartet hatte, dass wir in diesem Part noch gegen ihn gewinnen. Zurück zur Handbonus haben wir bekommen. Sehr schön. Gut, dann mache ich mal Pause und hol mein DS her. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Oh, ich kann es nicht glauben. Es gibt jemanden in Satellite, der sich... so gut duellieren kann. Entschuldige, dass ich dich beleidigt habe. Halt's Maul. Ich wurde von den Wachmännern in der Stadt geschnappt und die verpassten mir diese Markierung. Du hast es verdient. Du hast keinen Grund, es an uns auszulassen. Du hast recht. Es tut mir leid. Lass deinen Lohn nicht immer an anderen aus. Ausrufezeichen. Kevin LP, fangen wir ihn. Fragen wir ihn. du bist aus der Stadt hier? Nach Satellite gekommen, oder? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin mit dem Boot gekommen. Es war allerdings ein Boot für der Wachmänner. Wie man von Satellite in die Stadt kommt, das Boot ist der einzige Weg. Es gibt nur ein Transportboot, das Recyclingmaterial von hier wegschafft. Kennst du den Hafen? Du kriegst kein Boot ohne Reiseerlaubnis. Woher soll ich das wissen? Ich habe einmal nachgeforscht, wie man in die Stadt kommt. Willst du in die Stadt? Na klar, los! Wenn du entdeckt wirst, bekommst du auch eine Markierung. Du wirst herausfinden, ob du es zum Hafen schaffst. Okay, jetzt sind wir hier bei dem Hafen. Großes Boot. Aber was wir zuerst machen, wir speichern danach. Du kannst auf diesem Boot nicht übersetzen. Wie scheiße haben die das übersetzt, Mann, auf Deutsch? Du kannst auf diesem Boot nicht übersetzen. Aber zuerst, wo kriegen wir eine Reiseerlaubnis her? Erlaubnis her? Was? Da steht's auf Deutsch, aber zuerst, wo kriegen wir eine Reiseerlaubnis her? Erlaubnis her! Wie scheiße haben die das übersetzt? Oh mein Gott. Oh nein, ich muss zurück. Sonst machen sich alle Sorgen. Endlich. Gut, was ist zuerst machen? Wir speichern natürlich. Erstmal brauchen wir einen Speicherpunkt. Hier unten ist, glaube ich, einer. So, speichern. Und nehmen wir unser Deck gleich um. Weil das Anti-Lenny-Deck, das habe ich ja nur zum Spaß so genannt. In Wirklichkeit können wir das Deck eigentlich für jeden Duellanten verwenden. Deswegen Change Deck Name und nennen das wieder Power of YouTube, kürze ich ab mit JT. Oder ne, vielleicht passt sogar hin. YouTube. Deine Tube. Haha. Gut, nein. Überschreiben wir das gleich mal. Wird das nämlich auch so umbenannt. Okay. Endphase. Ja, was wir zuerst machen, wir gehen natürlich wieder zur U-Bahn. Ich glaube, hier geht's lang. Nein, ich will dich nicht ansprechen. Ich tue gerade nebenbei das Nachspielen, also ja. Also es ist übles Multitasking wieder, was ich da mache. So. Scheiße.
Ich habe gerade auf meinem DS geschaut, deswegen bin ich jetzt daneben gegangen. Wir müssen Blitz ansprechen, oder? Nein, nein, kein Duell. Kein Duell. Ah, scheiße, ich glaube. Wobei. Geht mal einfach mal mit Tank vielleicht. Ich weiß ja was. Ah ja, genau. Es haben sich echt alle Sorgen gemacht. Danke dir vielmals, Kevin LP. Worüber haben wir vorhin geredet? Ich glaube, es ist leichter per Boot dorthin zu kommen als durch die Pipeline. Eins kannst du auf das Boot nicht ohne Reiseerlaubnis. Also ich lese einfach vor, ne? Also mir ist die Sachstellung total egal. Ihr müsst euch an die Macher oder an die Übersetzer von den müsst ihr euch an die wenden. Also müsst ihr euch an die Übersetzer von dem Spiel wenden. So, jetzt habe ich es endlich. Ich lese einfach nur vor. Was? Du willst durch die Pipeline in die Stadt? Aber ich weiß. Nun, ich glaube, du kannst auf dem D-Runner in die Stadt. Na klar, los. Das ist echt gefährlich, aber einen Versuch wert. Ich frage mich, Ich frage mich, ob USA Simulator immer noch hier ist. Ah, da ist er. USA hat das immer benutzt, um zu üben, wie er durch die Pipeline kommt. Musste erst schneller sein als die Zeit, die du dir gibst, sonst macht es keinen Sinn. Versuche es und wenn du gut genug bist, um Yusei's und Yusei's Zeit einholst, sage es mir. Natürlich speichern. Nein, kein Duell. Geh weg. Speichern. So, jetzt gehen wir mal an den PC. Hallo Yusei, starte Simulation. Ich heiße nicht Yusei. Und jetzt wieder das Umrennen. Okay, wie kann ich nicht so viel quatschen? Ui, jetzt geht's geradeaus. Ui, es geht nach links. Also was ich mir für ein Deck machen will, ich will mir dann in der Stadt so ein Slugjack-Deck kaufen. Weil die sind echt gut ausbalanciert von dem, ja, also die haben echt gute Taktiken. Und das Deck, was wir gerade haben, das ist ja momentan nur ein, Improvisationsdeck. Ja, aber welches Deck wir nehmen, das ist eine Überraschung, das werdet ihr dann schon sehen. Gibt ja nicht viel zu sagen, einfach schauen, was da oben abgeht. Aber das tat weh, scheiße. Ah, scheiße, jetzt bin ich gerade sau gut gefahren, bis ich die Wand erwischt habe. Naja. Aua. Hier schönes Ziel. Boah, ich glaube, du kannst es schaffen.
schaue. Moment, ich muss nachspielen. Ich werde versuchen, das Datum der Inspektion herauszufinden. Gehe schon mal in Stellung. Okay. Speichern. Datei gespeichert. ja, red nochmal mit dem. Kevin LP. Du wirst wohl ziemlich bald in die Stadt fahren, oder? Da steht sogar noch ein Satz auf Englisch, ich glaub's nicht. The soon, right? Der steht in Deutsch sogar noch daran. Also wie scheiße haben die das Spiel übersetzt? Ich will mich... Tetris, weg damit. Ich will mich ein letztes Mal mit dir duellieren. Ich weiß, wann wir die nächste Chance... wer weiß, wann wir die nächste Chance dafür haben werden. Ich glaub's nicht, wie geil haben sie das Spiel übersetzt. Okay, lasse den Kampf beginnen. Soon Reich steht da noch im Deutschen dran. Unglaublich. Jetzt habe ich immer noch Tetris-Musik drauf. Ja, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen gereizt. Gut, er hat einen ziemlich Schweißdeck, das wird ein locker gewinnendes Duell. Wir haben ja schon mal gegen ihn gewonnen, also ja, keine große Sache. Endphase, er ist dran. Banner auf Courage. Oh nein, er greift unser DD-Spielflugzeug an. Er greift mit 1000 Angriffspunkten an, ist der bescheuert? Was ist das für ein Noob? What the hell? Er greift mit 1000 Angriffspunkten an. Naja. Okay, decken wir unser Monster wieder verdeckt. Ja, okay, dann ist du in umso schneller ver... Okay, er hat Wawoku, dann ist es natürlich nicht so blöde, wenn er mit 1000 angreift. Ja. Gut, dann beenden wir unseren Zug. Und schauen, was er so probiert. Also, er hat kein starkes Deck. Er hat das schwächste Deck ever. Ja, okay, dann nehmen wir eben sein Monster und leihen es uns aus. Danke, dass du dein Monster zerstörst. Das sparst du mir viel Arbeit. Ich muss husten, bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Na gut, decken wir unser Monster auf, geben sein Monster wieder auf die Hand. Ja, holen uns den Schöpfer mal. Hier ist er, der Schöpfer. Jetzt kommt der Effekt. Schmeißen wir Boku ab. Ja. Wie gesagt, wir schmeißen wir Boku ab. Holen uns den in Angriffsposition. Und greifen ihn an. Der Schöpfer. Also, er hat ein YouTube, erstellt eigentlich. Würde mich gerne interessieren. Muss man später in Wikipedia nachschlagen. Nach dem Macher und Macher von YouTube. Also Google hat sie ihr gekauft dann später von dem Typen, der YouTube erstellt hat. So, das ist der Grund, warum ich Fallgrube nicht abgeschmissen habe. Jetzt können wir sie gleich einsetzen. Ja, und jetzt hat er nicht mehr viel Optionen, wir werden gewinnen. Finsterer Kühl kommt jetzt und ja, einfach angreifen und dann haben wir es schon fertig. Zack, Schöpfer zuerst natürlich. Ah,
Reicht sogar genau, dann kriegt man einen Bonus, weil wir seine Lebenspunkte genau auf 0 gebracht haben. Okay. Jetzt müsst ihr gleich was Grünes stehen. Exactly no life points Bonus, genau. Das ist das, was ich gesagt habe. So. Und jetzt kommt der Blitz noch dran. Kevin LP. Du gehst also auch in die Stadt, dann wird hier bald ja alles einsam sein. Hey, lass uns ein letztes Mal duellieren. Ich habe mein bestes Deck aufgebaut oder so, keine Ahnung. Habe jetzt so übersetzt. Ja, das ist unnötig. Das hatten wir gerade. Also irgendwie ist das Spiel ein bisschen, naja, billig gemacht, sag mal so. Ich meine, ein Satz ist immer noch hier nicht übersetzt worden. Ich glaub's nicht. So, jetzt kommt Blitz an die Reihe. Ja, ich nehme jetzt schon 50 Minuten auf. Ich bin hier einer, der sehr gerne länger Parts macht. Aber dafür sind wir wieder im Spiel drin. Diese eine Stunde, dieser Part hat uns geholfen, wieder ins Spiel reinzukommen. Aber echt das... Ach, der spielt sie gleich zweimal. Der Effekt von den zwei Karten sind, dass immer wenn wir angreifen, eine Karte, also die oberste Karte von unserem Deck, auf den Friedhof legen müssen. Also müssen wir zwei Karten auf den Friedhof legen, wenn wir ihn angreifen wollen. Aber ich lasse mich dadurch nicht abschrecken. Kein bisschen. So. Morphing-Jar natürlich. Ja, die hat er, glaube ich, auch in seinem Deck. Aha, vierstämmiger Marienkäfer. Uiuiui, haben wir einen Wechsel. Er hat Defender auf das Deck gesetzt. Mit 2700 Verteidigungspunkten, das stärkste Level 4 Monster mit der höchsten Verteidigung. Naja. Gut, setze ich mich aber nie verdeckt. Endphase. Augenblick mal, wir haben Mechabunny drin. Den habe ich doch gar nicht rein, oder? Oder habe ich es nur vergessen? Oder habe ich das falsche Deck genommen? Ah, egal. Nee, wir haben das richtige Deck. Glaube ich zumindest. Destroy all level 5 monsters, your openness control. Werden die dadurch aufgedeckt, oder? Also müssen die auch verdecken zählen, ne? Weil sonst wird da stehen all level destroy all open level 5 monsters. Also müsste der sie eigentlich kontrollieren, ob sie level 4 sind, naja. Oh, ich muss wieder hoch. Dann bin ich wieder. Na, okay, lass meinen Rechner mal unsere Siegeschancen berechnen. Ist mir egal, ob wir zwei Karten auf dem Friedhof legen müssen. Das interessiert mich so viel wie DSDS. Nämlich total gar nichts, ne? Ach, ich hab vergessen, der hat Defender. Oh. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. So ein Trottel. Und wir schmeißen wieder zwei Karten auf den Friedhof, ist mir eigentlich egal. Ha. Ja, zerstöre ich mein Deck, ist mir egal. Dann setzen wir eben die verdeckt. Wir spielen ja auf Angriff und nicht auf Verteidigung. Sonst wird es hier Verteidigungsmonsters heißen. Schild und Schwert, ah, jetzt greift es an. Wenn es so ist, dann kommt eben die hier. Jetzt kann er keinen Angriff deklarieren, ne? Ja. Also hat er seine Zauberkarte verschwendet. Und jetzt setzt er sich in Angriffsposition. Ist er bescheuert? Ist er bescheuert? Die kommt doch im nächsten... Die KI ist auch scheiße. Oh Gott. Ich spiel ein Billigspiel. Okay, dann machen wir es eben kurz und schmerzlos. Zack. Ja, nerv nicht. Ist mir egal.
Ja, das ist mir auch egal. So, zack. 2000 Lebenspunkte. Uff, der Rechner hat überirdische Angriffspunkte. Und weg damit. Egal wie hoch die Angriffskraft deines Monsters ist. Ich bin begeistert. Was sollte das eben? Wir haben noch 11 Karten im Deck. In Phase. Unser Rechner ist auch weg. Weg mit deinem Felsenkrieger. Spielt er seine dritte, als ob er nicht genug hätte. Weißt du was? Weg damit! Aber nicht mit seinem Grabwächter-Dings, sondern hiermit, mit seiner verdeckten. Ja, setz mal einfach eine verdeckt. Jetzt müssen wir zwar drei Karten abschmeißen, wenn wir angreifen, aber es interessiert mich nicht, gar nicht. So. Jetzt können wir ihn direkt angreifen. Zack, der Rechner. Noch hat er schwache Angriffspunkte, ist klar. Aber jetzt verstärken wir die. Warum habe ich keine Synchro-Monster ins Deck rein? Habe ich wohl vergessen. Die flippt man nicht, weil sonst eben wir dasselbe Debakel wieder wie vorhin. So, er kriegt erstmal 500 Schaden. So, unser Rechner hat jetzt 3000. Angriffspunkte. Und zack! Wir müssen zwar drei Karten auf Witow legen, ist mir aber scheißegal. Bam! Und jetzt, der beendet es noch. Und zack! Und gewonnen. So. Jetzt kriegt man, glaube ich, einen Bonus für extrem niedriges Deck. Low Deck, ja. Deck Destruction Bonus. So, den haben wir auch. Aha, jetzt kommt noch der hier dazu. Kevin LP, die die Inspektion ist morgen. Bist du bereit? Ne, noch nicht. Erst speichern wir. Ich will den noch in diesem Part fertig machen, dann können wir gleich frisch im nächsten Part weitermachen. So, Saving Gutter. Kevin LP, die Inspektion, ja, ja. Das kannst du dir sparen. Ach, so, okay. Ich dachte, er will sie jetzt verlieren. Okay, dann beende ich die Aufnahme und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Servus!